Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir gelangen jetzt zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 1165 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend Stärkung des Friedensprozesses in der Ukraine. Bitte jene Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Die Tagesordnung ist erschöpft. Wir kommen aber zur Abstimmung über den Antrag des Abgeordneten Dr. Scherak, dem Justizausschuss, zur Berichterstattung über den Antrag 498a der Abgeordneten Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeinbürgerliche Gesetzbuch geändert wird, eine Frist bis 28.06.2016 zu setzen. Wer für diesen Fristsetzungsantrag stimmt, bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 1731a bis 1741a eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen. Das war der restliche Teil der gestrigen Nationalratsdebatte, den wir Ihnen live zeitversetzt gezeigt haben. Politik live gibt es auch heute wieder ab 9.05 Uhr mit Plenartag 2 des Nationalrats. Am Beginn steht hier eine Fragestunde mit Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser von der SPÖ und anschließend hat Rechnungshofpräsident Josef Moser seinen letzten Auftritt hier im Hohen Haus, bevor seine Nachfolgerin Margit Kraker gewählt wird. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse und weiterhin informatives Fernsehen mit ORF 3, Kultur und Information. Ihnen noch eine gute Nacht. Die Tagesordnung ist der im Saal verteilten schriftlichen Mitteilung zu entnehmen. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen eine schöne gute Nacht.